Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und heute gibt es endlich mal wieder eine neue Folge von Classic Draft. Johnny Stepps und ich haben das jetzt länger nicht geschafft, aber wir wollen es jetzt wieder regelmäßiger machen und jetzt geht's wieder los. Und zwar mit dem ersten Set aus der GX-Ära tatsächlich, The Lost Millennium. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Für mich ist Yu-Gi-Oh! GX zusammen mit Duel Monsters, also mit dem ersten Yu-Gi-Oh! Anime, irgendwie so das prägendste gewesen. Ich glaube, das geht vielen anderen auch so, weil 5Ds und so war auch alles noch sehr cool, aber ja, also gerade normales Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! GX habe ich so viel gesehen und kenne, glaube ich, alles auswendig gefühlt und habe auch die Karten daraus immer sehr geliebt. Und hier haben wir auf jeden Fall ein paar coole Karten drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier alles genau drin ist, aber das werden wir jetzt zusammen rausfinden, im Opening hoffentlich. Ich hoffe, wir können was Gutes ziehen. Ich meine, auf dem Cover ist der antike Antriebsgolem drin und das ist ja schon einfach eine so unfassbar coole Karte. Würde ich mich freuen, wenn wir den ziehen. Und ja, alles Weitere sehen wir gleich im Opening. Lasst mir auf jeden Fall ein Like, Kommentar und Abo da. Freut mich extrem. Und jetzt ohne große Umschweife würde ich sagen, lasst uns mal direkt loslegen. So Leute, bevor es hier aber mit The Lost Millennium losgeht, darf ich ja noch 5 Bonus-Packs aufmachen, weil ich letztes Mal den Johnny geschlagen habe. Und ja, 5 Bonus-Packs Flaming Eternity, wir schauen einfach mal direkt rein. Okay, doch. So, erstes Pack. Ja, es ist okay, ein paar starke Monster, eine Super Rare, die ich jetzt nicht so geil finde für uns. Was kann der Typ hier nochmal? Weil im nächsten Set sind viele Felskarten drin und der ist auch Fels. Und wenn er einen coolen Effekt hat, könnte man überlegen, ob man damit irgendwie was macht. Chaos Stats sind okay und man kann einmal pro Spielzug, wenn man ihn halt flippt, was vom Gegner auf die Hand zurückgeben, was okay ist. Ein bisschen langsam wahrscheinlich. Ja, okay, aber ein okayes Pack auf jeden Fall. Pack Nummer 2. Yo, okay, krass. Noch ein Lightning Vortex. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob die Karte direkt limitiert wurde, wenn nicht. Dann haben wir sie jetzt zweimal. Richtig geil, Alter. Krass. Pole Position nochmal, aber... Boah, Alter, Lightning Vortex, mega gut. Diesmal hat nur eine Super Rare, ist ja für uns völlig irrelevant. Cool, ich muss gleich mal die Banners checken für das nächste Set. Ob die da noch unlimitiert ist, wenn ja, dann könnte das ein nices Duell für uns werden. So, Pack Nummer 3. Noch eine The Light Hex Sealed Fusion. Ich glaube, die haben wir aber schon dreimal. Die will ich ja unbedingt mitnehmen, zumindest bis zum Cyber Dragon Set. Und sonst, ja, ist okay. Ist okay. Viertes Pack. Krass, fast ja, sehr ähnlich zum ersten Pack. Ich weiß nicht, ob wir die auch mitnehmen sollten. Finsternisfusion. Nee, aber. Chimera-Tech. Überdrache irgendwann, aber der braucht. Ein Cyber Dragon und ganz viele Maschinen, also und sonst kann er halt nichts. Also wird man immer mit Überlastfusion machen. Nee, alles hier jetzt nicht so krass. Und letztes der 5 Packs haben wir. Oh, cool! Eine coole Ultra Rare. Bringt uns leider auch gar nichts. Packen wir trotzdem ins Extra Deck, weil sie cool aussieht. Ist eine echt schöne Karte und der Effekt ist auch ziemlich gut. Boah, lädt gerade irgendwie nicht so. Ah, jetzt. Ein Barrel Dragon und Blowback Dragon. Einen davon könnten wir quasi ersetzen durch die Finsternis Hex versiegelte Fusion. Aber, nee. Ja, sieht schon echt nice aus, ey. Einfach so ein Drache mit Gewehrköpfen. Schon cool. Ich meine, den kann man auch bestimmt irgendwann anders beschwören, ein bisschen rauscheaten, weil der hat sonst keine Restrictions. Und der Effekt ist echt gut, also mit Glück kann man drei Monster zerstören. Echt nice. Coole Karte. Auch wenn sie uns wahrscheinlich gar nichts bringt.
Ja, aber ganz kurz, was ist das noch? Die Karte sagt mir gar nichts. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Big Tusked Mammoth. Okay, ist eine Art Mini-Floodgate. Monster können nicht im Zug angreifen, wo sie beschworen werden, also vom Gegner. Ja, aber ist, glaube ich, jetzt für uns nicht so wichtig. Ne? Okay, Leute. Das war ein schönes Bonus-Pack, vor allem noch ein Lightning Vortex. Ich befürchte ja, dass die Karte vielleicht direkt limitiert sein könnte, weil es halt quasi wie Raigeki ist, natürlich ein bisschen schlechter, aber krass, cool, coole Bonus-Packs. Aber ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir dahin, wofür wir wirklich hier sind, und zwar zum Opening von The Lost Millennium. Moin Leute, willkommen zurück zum Classic Draft. Wir sind endlich durch mit der Duel Monsters Era, fangen jetzt an mit dem ersten Set von GX, worauf ich mich sehr, sehr freue, muss ich sagen, weil GX war eine Zeit, in der ich sehr viel Yu-Gi-Oh! Gespielt habe, die Serie geliebt habe, und wie man schon auf den nächsten Displays sieht, sind sehr, sehr coole Covermonster drauf. Antiker Antriebsgolem macht hier den Anfang, wir haben Cyber-Enddrachen, wir haben glänzender Flammenflügelmann und Regenbogendrachen, natürlich auch ein wunderschönes Monster. Ja, ich freue mich sehr in diesem ersten Set, was wir jetzt aufmachen dürfen. Natürlich 24 Packs im Sealed Draft. Sind keine so wirklich geilen Sachen drin, glaube ich, die ich brauche. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Es sind viele Elementarheldenfusionen schon drin. Flammenflügelmann, mega geil. Leider hart nutzlos. Selbst mit textversiegelte Fusion können wir leider keine Elementarheldenfusion machen. Zumindest auch kein glänzender Flammenflügelmann oder ähnliches, weil dass die ersten mit die ersten Fusionsmonster sind, auf denen draufsteht, dass sie nur als Fusionsbeschwörung beschworen werden können. Und hexversiegelte Fusion macht keine Fusionsbeschwörung, sondern nur eine Spezialbeschwörung aus dem Extra-Deck. Ja, sad story, Leute. Egal, wir starten direkt rein hier, Lost Millennium, gucken uns mal die ersten Karten an. So Leute, wie gerade schon erwähnt, geht es jetzt weiter mit The Lost Millennium. Ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, wir können was richtig Geiles ziehen. Ich weiß nicht ganz genau, was hier drin ist, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Anscheinend antiker Antrieb, ich denke mal ein paar Elementarhelden und so. Aber wir gucken einfach mal direkt rein. So, kurz gucken. Ja, 24 Packs sind eingestellt, perfekt. So, und im ersten Pack haben wir... Alles klar, also direkt beides, was ich gerade gesagt hatte. Elementar Helden, Elementar Hero Sparkman und Ancient Gear Soldier, also den antiken Antriebssoldaten. Bei den anderen Karten weiß ich tatsächlich nicht, ob hier was Gutes dabei ist. Vieles davon kenne ich tatsächlich nicht. Double Attack ist, glaube ich, ganz okay. Oh, tatsächlich Rock Bombardement. Interessante Karte, also nicht wirklich gut, aber ich glaube, das bedeutet, dass hier auch viele Felskarten drin sind, unter anderem vielleicht der Mega-Felsdrache, eine meiner absoluten Lieblingskarten. Aber ja, wir gucken einfach mal weiter. Auf jeden Fall nichts Weltbewegendes hier drin, weil Elementarhelden sind richtig cool. Weiß ich aber nicht, ob wir es spielen würden. Wir haben keine Fusionskarten und wenn man ehrlich ist, sind die alten Elementarhelden aber noch fast keine dabei, die relevante, starke Effekte hatten. Ja, genau. Genau so in etwa habe ich es auch in Erinnerung. Also, Batteriemann Doppel-A hier, der ist tatsächlich ganz witzig, wenn man mehrere von denen hat. Ich glaube, hier ist auch so eine Batteriemann Reborn drin oder so. Aber tatsächlich, also er ist halt einfach bad so, ne? Man könnte es trotzdem überlegen. Die kenne ich gar nicht, die Misspolarisation. Und ja. Wir machen mal weiter. So, im zweiten Pack Burst Cinetrix, sehr cool. Noch ein Felsmonster. Ja, aber sonst glaube ich auch nichts Wildes. Aber da gehe ich dann tatsächlich nochmal drüber, wenn ich dann das Deck baue. Und wenn ich hier irgendwas Krasses übersehen habe, sage ich dann natürlich nochmal Bescheid. Aber ich glaube, hier ist nichts Krasses dabei. Okay, noch ein Batteriemann AA. Ist aber nur eine Common. Aber Millennium Skorpion, tatsächlich gar kein so schlechtes Tributmonster. Hat 2000 als Base Stats. Und immer wenn er was zerstört, kriegt er 400 ATK dazu oder so, glaube ich. Das ist gar nicht so bad. Also für ein One-Tribute-Monster. Aber es ist halt Erde, so was wollen wir mit ihm? Also vielleicht tue ich ihn einmal ins Deck, weil es ganz witzig ist, aber ja, mehr auch nicht. Hier der erste Avian. Die Standard-Elementalen sehen halt alle unnormal cool aus, ne? Muss man einfach sagen, wie es ist. Hier, Burst Cinetrix, Leute. Oh,
Hier auch mit dem OCG-Artwork. So freizügig war die Dame bei uns natürlich nicht bekleidet, aber ja, sehr cool. Von den Stats natürlich übel schlecht, wie alle Elementarhelden, aber sehr coole Fusion. Wobei Sparkman, muss man sagen, mit 1,6 Lichtmonster ist gar nicht mal so schlecht. Könnte man fast überlegen zu spielen. Der Rest natürlich alles kompletter Müll. Ja, hier so Karten wie Medusa-Wurm und so. Weiß ich nicht, ich glaube, der ist schon eher schlecht. Ja, man kann halt als, wenn man ihn selber als Flip-Beschwörung beschwört, kann er halt was schießen. Das ist natürlich nicht schlecht. Und der ist Fels. Ich sag mal so, ich bin immer sehr versucht, falls wir den Mega-Fels-Drachen ziehen sollten, diese Karten zu spielen, obwohl es relativ schlecht wäre. Und ich glaube, unser Deck ist einfach zu gut, um jetzt irgendwelche komischen Fels-Monster zu spielen. Aber ja, wir gucken mal. Auf jeden Fall wirklich viel Feld-Support drin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich in dieses Set, ich kann mich da so gut noch dran erinnern, wie ich mir da von Booster-Packs gekauft habe. Aber das war, glaube ich, nicht das beste Set, um das zu machen, weil bis jetzt war hier noch nichts Gutes drin. Wunderschön, der erste Flammflügelmann, da ist er, Leute. Da ist er. Bringt uns nichts, aber sieht zumindest mega cool aus. Wir können ihn ja nochmal kurz hier in Größe aufmachen. Guckt ihn euch an. Und der erste Satz: Must be Fusion Summed. Warum? Er ist halt nicht mal gut. So, selbst wenn ich ihn berufen könnte, dafür müsste ich Avian und Bastinatrix spielen. 1-2 Attack und 1000 Attack, also übelste Grütze. Und er ist halt nicht gut. Er macht halt ein bisschen Damage, aber er ist nur ein 2-1 Body, so. Aber guckt euch an, wie cool er aussieht. Ja. Eins der coolsten Monster der GX-Ära auf jeden Fall, finde ich. Und dabei bin ich gar nicht so ein Heldentyp, das kommt jetzt die ganze Zeit so rüber. Ich mag die Elementarhelden und Schicksalshelden und so gar nicht mal so gerne. Aber der ist schon ziemlich cool. So, immer noch nichts wirklich Gutes. Hier sind auch irgendwie die Fire Charmer, also die Charmer-Karten drin. Ja, aber auch nichts Weltbewegendes wirklich. Antiker Antrieb, nee, auch einfach nicht gut. Antiken Antriebs-Golem tatsächlich würde ich schon ganz gerne ziehen. Der ist schon ein gutes Monster, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich ihn dann im Endeffekt reintue, aber er ist, glaube ich, auf jeden Fall eines der besten Monster, die hier drin sind. Den finde ich sehr interessant. DD Survivor. Mal kurz den Effekt lesen. In der Endphase, wenn diese Karte verbannt ist, nachdem sie offen auf unserem Feld lag, kann man ihn als Spezialbeschwörung beschwören. Es geht nur once per turn. Ist jetzt gar nicht so mega krass, aber ich weiß, dass ich früher ein Deck gespielt habe, wo ich ihn und auch hier diese DD Kugel da, Spähflugzeug oder so heißt das, glaube ich, gespielt habe. Und dieses Verbanner-Deck war schon echt ganz cool. Mal gucken, wie wir davon mehr ziehen. Der ist zumindest auch Finsternis, also ein gutes Attribut und so, gute Stats. Mal gucken. Aber ich muss bis jetzt wirklich sagen, eins der schlechteren Sets wirklich. Genau, hier, Battery Charger. Das ist diese Reborn für Batteriemonster, glaube ich. Und dann ist Batteriemann AA gar nicht so bad. Ich meine, wenn du drei Stück davon am Feld hast, haben alle 3000. Das ist schon gar nicht so schlecht. Die D-Survivor, also ich muss sagen, die Kriegerin ist ja eine der besten Karten so im Goat-Format und ich weiß nicht, was er kann. Leider nicht so geil ist. Aber er hat 1,8 und er ist Finsternis, was schon gut ist. Vielleicht tun wir ihn deswegen rein. Und wenn wir ihn mit unseren Chaos-Karten banishen. Ah, nee, doch nicht. Nur wenn er Face-Up gebanished wird. Ja, das tun wir, glaube ich, nicht. Aber dann kann er zumindest nicht von Francis Chaos Soldier gebanished werden. Nicht Chaos Soldier, ihr wisst. Black Luster Soldier. Weil, wenn er ihn banisht, dann kommt er halt wieder. Also, es wäre halt dumm, ihn zu banishen. So. Ich glaube, er ist ein ganz gutes Monster. Also, er hat jetzt nicht so einen coolen Effekt. Nicht so wie die Kriegerin, aber Finsternis 1,8. Mal gucken. Ich glaube, ich habe gar nicht so gute Finsternis-Monster momentan. Ach Quatsch. King of the Skull Servants ist hier drin. Gut, Skull Servants haben wir gar nicht, weil kann sein, dass wir den ganz früher mal gezogen haben, aber natürlich haben wir den nicht mitgenommen, weil der eine totale Scheißkarte ist. Alien ging es im Skull Servant Deck schon echt gut.
Aber wir haben keine Sky Servants, von daher irrelevant leider. Wie so ziemlich der Rest in diesem Pack. Ja, hier, das Ancient Gear Beast. Hat 2000 Attack, ist ein One-Tribute-Monster und natürlich wie alle Ancient Gear-Karten den Effekt, dass in der Battle Phase oder während es kämpft oder so keine Fallenkarten aktiviert werden können. Also schon ganz okay. Der Monk-Fighter, macht der nicht irgendwie ein Monster in Death immer kaputt oder so? Nein, er ist einfach nur schlecht. Gut, okay, hätten wir das auch geklärt. Den brauchen wir nicht zu spielen. Oh, okay, unsere erste Super Rare. Hirakus Wings. Okay. In dem Flip-Deck ist das vielleicht ganz witzig. Stats sind zumindest ganz gut. Mal gucken, also... Wir haben ja noch gar keinen Mega-Felsdrachen gezogen, aber falls das passieren sollte, könnte der interessant werden, aber ich glaube, es ist totaler Quatsch, darüber nachzudenken. Ja, aber auch hier, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das hier für ein Dude ist. Okay, auch einer, der irgendwie verdeckte Monster schützt und so, beziehungsweise dann kann er nicht angegriffen werden, also wahrscheinlich wenn er und... Na, wobei, nee. Nee. Ist alles ganz witzig, aber auch jetzt kein Knaller. Noch mehr AA. Noch ein Battery Charger. Okay, wir haben echt dreimal die Charge Reborn und dreimal Batteryman IA. Das Ding ist, er ist ein Lichtmonster, ja? Das heißt, er ist auf jeden Fall nützlich für unsere Chaos-Strategie. Mal gucken, vielleicht nehmen wir den echt mit. Also, keine Ahnung, ob Batteriemänner in nächster Zeit noch Support kriegen oder so, aber witzig sind sie schon, ne? Okay, Leute, da ist er, der Mega-Felsdrache. Also ganz kurz nochmal das Artwork, ne? Der ist einfach so geil. Den gibt's auch in Ultimate Rare. Spiele ich tatsächlich auch in meinem Adamantipator Deck, weil der echt eine coole Spice-Karte ist, den Leute nicht erwarten. Und im Adamantipator Deck ist der halt gut, nicht weil er so stark ist, sondern weil Adamantipator einfach das beste Felsdeck ist, was es gibt, beziehungsweise was es je gab wahrscheinlich. Man viel in den Friedhof bekommt und so. Und er dann halt echt ab und zu mal mit 7.000, 8.000 ATK kommen kann. Boah, der ist schon super, super cool. Aber ein Deck um den bauen, ich glaube, das könnte uns richtig in die Scheiße reiten. Aber wir haben ihn schon mal gezogen und ich habe auf jeden Fall die Option, vielleicht was mit dem zu machen. Das war bis jetzt auch noch das coolste Pack. Also rein optisch auch. Mal schauen, mal schauen. Okay, okay. Hier ein sehr cooles Ritualmonster, ich finde. Hat in irgendeinem Yugi-Spiel, meine ich mal, den Endboss dargestellt. Er kann, glaube ich, jede Runde was discarden für einen permanenten Mind-Control auf ein gegnerisches Monster. Das ist schon sehr gut. Das Ritual von ihm haben wir, meine ich, auch schon mehrfach gezogen. Das ist dieses mit der Dame vor dem Runenportal. Vielleicht ziehen wir es auch nochmal, dann werde ich es nochmal erwähnen. Ja... Aber Ritual, ich meine, wir haben die ganzen Ritual-Support-Karten halt nicht mitgenommen. Also die Mayus habe ich ja wieder rausgetan, weil sie einfach nicht gut genug waren für unsere eines Ritualmonster. Wahrscheinlich hätte ich Mayu behalten sollen. Mayu ist einfach eine gute Karte. Und bis diese Imp-Geschichte für Ritual kommt, das dauert ja noch ewig. Naja, mal gucken. Oh, okay. Das tatsächlich jetzt eine sehr gute Karte. Brain Control. Erstens, die Karte wäre auch so ganz gut, aber sie hat zu dem Zeitpunkt noch nicht diese Restriction, dass das Monster als Normalbeschwörung beschworen beschworen werden können muss. Ja, irgendwie so. aber geile Karte. Brain Control super stark. Monster klauen vom Gegner, das wir dann als Tribut anbieten können oder so. Echt cool. Brain Control nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, bis jetzt wahrscheinlich auch die einzige Karte, die es ins Deck schaffen wird, aber das ist dafür eine echt gute. Ey, Leute, das kann nicht sein, oder? Ja, also bisher würde ich sagen, gutes Display von der Value auf jeden Fall. Er ist halt, also. Danke für noch einen Flammenflügelmann. Kommt auf jeden Fall ins Extra-Deck, aber spielen werde ich ihn nie. Cool, cool. Ich meine, ich könnte dann zumindest die Burstinatrix und die Avians auch reintun, einfach weil es witzig ist.
Hier, ich glaube, das ist das Ritual von diesem Typen. Von diesem Endboss-Typen. Medusa-Wurm ist tatsächlich ein ganz cooles Flip-Monster, finde ich. Also ist halt ein Menschenfresser-Käfer, der allerdings erfolgreich beschworen werden muss. Also ein bisschen schlechter. Und dafür kann er sich dann aber immer wieder verdecken. Also ist schon ganz okay. Oh mein Gott. Eine Ultimate Rare, die uns nichts, also wirklich gar nichts bringt. Wir packen sie trotzdem ins Extra-Deck natürlich, aber Elementarheld Donnergigant. Geile Karte, mochte ich total. Ist sogar eine mit einem guten Effekt. Also wenn man den aufs Feld bekommt, ist das schon stark. Aber ja, dann ist hier auch wieder nicht wirklich was drin. Also auch zu wenig Felsmonster, die irgendwie relevant wären. Aber ey, wir haben eine Ultimate Rare gezogen. Warum nicht? Oh, noch ein Mega-Felsdrache. Müssen wir uns doch ein Felsdeck bauen? Ich glaube, wir werden so krass verkacken. Deswegen lieber nicht, aber wir haben zwei Mega-Felsdrachen. Mega cool. Ey, Leute, das ist doch jetzt nicht for real, ey. Also beim Chaos Imperator, ja, da habe ich mich ja nicht beschwert, so. Aber jetzt ist es halt, wieso ziehe ich dreimal dieselbe Ultra Rare in einem Set, was in der Regel richtig geil ist, und dann eine Ultra Rare, die wir überhaupt nicht benutzen können. Also so gar nicht, die einfach nur schlecht ist. Die wollen unser Deck einfach qualitativ aufwerten, was die Coolheit angeht, ja. Das ist auch nett, aber was... Keine Worte, Leute, keine Worte. Interessant. Karten der Heiligkeit oder so heißen die, glaube ich, auf Deutsch. Ist eine coole Karte, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, eine schlechte Karte auf der Hand hat und eine schlechte auf dem Feld, kann man die benutzen, um zwei Karten zu ziehen. Weiß ich nicht, müsste man ausprobieren, aber ist eine interessante Karte. Die nehmen wir wahrscheinlich auch zumindest mal mit und gucken mal. Und ich werde mir auf jeden Fall auch alle Felsmonster nochmal genauer angucken. Aber das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Letztes Pack. Da war, glaube ich, auch nur Müll drin. Ja. Puh. Ja, schlecht. Aber okay. Wird Francis ja nicht anders gegangen sein. Immerhin, ne? Und Playset Flammflügelmann. Das is it. Geil. Oh, nee. Aber die Batteriemänner könnte man echt überlegen, falls wir Lichtmonster brauchen. Und dieser White Ninja, der konnte doch auch irgendwas. Ja, ey, der ist gar nicht so schlecht. Der ist gar nicht so schlecht. Haben wir mehrere von dem? Einer? Zwei? Drei? Ja, geil. Ich glaube, also den würde ich, glaube ich, sogar eher als den Batteriemann spielen. Weil der Batteriemann ist ja nur witzig, wenn man noch Battery Charge dazu packt. Und das sind dann sechs Karten im Deck. Nee. Aber White Ninja? Warum nicht, ne? Das ist schon witzig. Okay, ich hab ihn ganz schön oft gezogen. Ja, okay. White Ninja, die Batteriemänner gucke ich mir an. Der Rest kann weg. Wow. Ernüchternd. Viele coole Elementalen. Ich glaube, ich habe alle Elementalen gezogen, die hier drin waren. Ich glaube, noch eine andere Fusion wäre drin gewesen. Der Thunder Giant oder so. Also Fusion aus Clayman und Sparkman. Weil, also die Fusion aus den beiden ist ja drin. Dann muss ja noch einer aus den beiden drin sein. Aber der hätte uns auch nichts gebracht, weil er muss natürlich auch als Fusionsbeschwörung beschworen werden. Ja, okay. Ich baue dann mal richtig Bock. Es wird sich wahrscheinlich nicht viel verändern. Wir sehen uns gleich, nachdem ich fertig bin. Jo, vorletztes Pack. Auch wirklich nichts drin, nichts Relevantes. So, dann gucken wir mal im letzten Pack, ob da noch was richtig, richtig, richtig Cooles drin ist oder halt nicht. Und... Oh, okay. Noch eine Super Rare, aber tatsächlich. Wir gucken mal. Ja, die hier sind alle irrelevant. Ultimatives Insekt Level 7 stimmt, in den letzten Packs gab es ja auch mal schon die ultimative Insekten davor, aber ich glaube tatsächlich, das kann einfach nichts. Nö, ist komplett scheiße. Sieht cool aus, finde ich, aber sonst. Naja.
Gut, Leute, wir gehen nochmal schnell über die Highlights. Davon gab es aber echt nicht so viele. Ich meine, klar, die Elementarhelden und so, mega cool. Und damals auch ein Deck gewesen, was ich mega gerne gespielt habe. Einfach die Elementarhelden und Fusion, einfach mega cool. Auch ein sehr geiles Prinzip, dass die so ein Deck relevant gemacht haben oder cool gemacht haben, zumindest was viel auf Fusion basiert. Fand ich schon immer super, sehr cool. Aber für uns sehr irrelevant. Also diese ganzen Felsmonster, die gucke ich mir mal genauer an. Vielleicht baue ich auch mal ein Deck gleich aus denen. Und dann überlege ich mir, ob ich unser Deck weiterspielen will oder ein Felsdeck. Aber ein Felsdeck wäre echt nur für den Mega-Felsdrachen, der keine Protection oder irgendwas hat, der einfach nur viel Angriff bekommen kann. Und das alles aufzugeben für Karten wie den schwarz glänzenden Soldaten und so, das wäre, glaube ich, sehr, sehr dumm. Ja, ich hätte diese die Überlebende ganz interessant. Ja, aber sonst wirklich, also Brain Control natürlich super Karte. Über die freue ich mich auch sehr. Die nehmen wir auch sehr, sehr gerne mit. Aber sonst, ich glaube, das war es halt wirklich. Die Mega-Felsdrachen sind natürlich ultra geil, weil die Hammer aussehen, aber. Nee. Nee, nee. Ah ja, und Card of Sanctity heißt die, glaube ich. Auch cool. Auch coole Karte. Nehmen wir sehr gerne mit. Ja, und das war's aber auch. Am Ende noch eine Super Rare gezogen. Ich meine, wir haben auch eine Ultimate Rare gezogen. Hier, der uns nichts bringt. Aber. Ja, ich würde einfach sagen, ich gehe jetzt mal zu Idiot Pro, schraube ein bisschen am Deck rum und dann sehen wir uns da gleich. So, meine Freunde, ihr seht es. Richtig nicer Flammflügelmann. Dreimal. Naja. Nichtsdestotrotz, wie ihr seht auch, ich spiele zweimal die hexversiegelte Fusion Finsternis. Wegen unserem Gatling Dragon. Ich habe erst gedacht, dass es schon ziemlich schwierig ist, sowohl die hexversiegelte Fusion als auch diesen Dude hier auf dem Feld zu haben. Oder ihn, was noch schwieriger ist. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Wir müssen ihn einfach nur normeln. Ohne Tributes und eine Runde beschützen. Oder die Fusion halt normen und eine Runde beschützen. Was ich mir gar nicht so schwer vorstelle. Ich meine, wir haben dafür die Swords of Revealing Light und sie können natürlich auch beide durch Monster Tor kommen, durch Reasoning kommen. Wir haben Sarkus und so, um mal eine Runde zu skippen. Ich glaube schon, dass es geht. Man könnte natürlich auch überlegen, irgendwie hier Book of Moon zum Beispiel reinzufinden, was da eine gute Karte ist. Aber das könnte ich tatsächlich jetzt gerade noch kurz überlegen, ob ich Book of Moon reintue, weil, wie ihr seht, wir haben hier den Rock-Monarchen drin. Der Francis war nämlich so nett, uns den noch mitnehmen zu lassen. Den hatte ich im letzten Sealed-Draft gezogen, aber nicht mitgenommen. Weil, ja, er ist nicht Finsternis und nicht Licht und er muss getributed werden und wir specialen halt viel, aber er ist halt trotzdem sehr gut. Alle Monarchen sind gut. Er braucht ein One-Tribute, hat 2-4 und auf seine Tribute schießt er was gesettet ist. Ist schon sehr gut. Und das Ding bei Book of Moon ist, dass wir damit ja was setten können. Das heißt, wir können mit Book of Moon was setten und ihn dann beschwören, um das, was wir gesettet haben, direkt zu schießen. Das könnte man halt überlegen, was halt echt ziemlich gut ist. Auch mit White Ninja, den wir jetzt auch haben. Ich hab ihn zweimal im Main Deck und einmal im Side Deck. Wir könnten ihn eigentlich reintun, um was zu schießen. Und auch Sasuke kann ja einfach Monster in Defense zerstören. Ja, Book of Moon ist mega gut. Wir tun Book of Moon auf jeden Fall rein. Die Frage ist nur, was tun wir dafür raus? Vielleicht den Summon Skull immer noch mit das beste One-Tribute-Monster von den Stats her, was es gibt. Aber wir könnten auch den DD-Survivor raustun. Für noch einen White Ninja. Eventuell.
Okay, ich tue erstmal Summon Sky raus. Ich glaube doch, dass. Warte. Wir tun Summon Sky natürlich aber ins Side Deck. Er ist schon eine gute Karte. Die Frage ist, ob ich diesen White Ninja hier noch im Main Deck haben möchte. Ich meine, eigentlich ist es ein bisschen wasted, ne? So viel Setten tut Francis nicht. Vielleicht. Ja, diese ganzen Flip-Karten und so, die hat Francis halt schon am Start. Die sind schon echt gut. Aber, ich glaube, so ist gut. So gefällt mir. Okay. Ich habe den Summon Sky ausgetauscht gegen Book of Moon, was echt eine gute Karte ist, gerade in unserem Deck, um eine Runde zu überleben, um was Gesettetes zu schießen, um für White Ninja was in Death zu setzen, um für Sasuke Samurai was in Death zu setzen. Tatsächlich hätte ich gerne mehr Book of Moons. Ja, ist eine gute Karte. Ist eine gute Karte. Wobei ich gerade überlege, ist sie nicht irgendwann auf 1 gegangen im Goat? Ich bin mir nicht sicher. Wir saven das erstmal so. In diesem Deck werde ich jetzt gegen den Francis antreten. Viel Spaß. So Leute, ich habe tatsächlich nicht viel rumgeschraubt, weil ich habe mich dagegen entschieden, wie ihr wahrscheinlich seht, gegen die Fels-Variante. Ich bin die Monster nochmal durchgegangen. Fast alle von denen sind kompletter Trash. Super langsam, super schlecht. Und ich denke, mit dem Deck hier fahren wir einfach viel besser. Es hat gut funktioniert. Wir haben in letzter Zeit echt gute Duelle damit gehabt. Ein paar Sachen haben sich natürlich trotzdem verändert. Die Handrip-Karten sind komplett raus. Finde ich aber auch fast besser, weil die waren schon echt stark und unfair. Naja, dafür sind neue Karten reingerückt. Und zwar habe ich mich jetzt einfach dafür entschieden, Divine Wrath nochmal reinzupacken. Hatten wir vorher nicht. Und Brain Control. Brain Control, sehr, sehr coole Karte. Und es gibt eine richtig traurige Nachricht, Leute. Manchen Leuten wird es vielleicht schon aufgefallen sein, die Ruling-mäßig gut bewandert sind. Ich hatte das leider komplett vergessen. Wie ihr seht, fehlt eine Karte im Side-Deck. Diese Karte, die ich da gespielt hätte, wäre ja der Horus Level 8 gewesen. Eine meiner absoluten Lieblingskarten auch. Super starker Effekt, super geil aussehendes Monster, aber es ist ein Level-Monster und bei Level-Monstern verhält es sich ähnlich wie bei Fusions- oder Synchro-Monstern und so. Man kann sie nicht auf den Friedhof schicken und einfach von da beschwören, weil die vorher nicht normal beschworen wurden. Selbst wenn da steht, ignoriere die Beschwörungsbedingungen. Tja, das ist sehr, sehr bitter. Ich hätte Johnny gerne zwei Karten ziehen lassen, um Tauscher für Horus aufs Feld zu bekommen, aber wird leider nicht passieren, zumindest nicht erstmal nicht. Sehr, 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 sehr schade. Aber wir freuen uns trotzdem, weil wir haben trotzdem ein echt cooles Deck. In Pass, jetzt kommen die Cyber Dragons, auf die ich mega gehypt bin. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal schnell durch die Deckliste. Wie gesagt, hat sich eigentlich kaum was verändert. Blackluster Soldier, bewaffneter Drache Level 7, Möbius, bewaffneter Drache Level 5, Silent Swordsman Level 5, auch coole Karte. Kyoko the Ghost Destroyer, Bazu der Seelenfresser, die mystische Tomate. Tokochi, die Kampfdampflok, dreimal den Masked Dragon, um halt den Arm Dragon Level 3 rauszubekommen, der dann halt in unserem Zug direkt zu Arm Dragon Level 5 wird. Finde ich immer noch eine ganz coole, starke Combo. Dark Mimic, einfach um Karten zu ziehen. Mysterious Guard, immer noch mega coole Karte. Also der wird immer schlechter werden, aber wenn sein Effekt durchkommt, dann ist das echt stark. Zweimal Spirit Reaper, einmal Magician of Faith, mega gut. Dark Mimic Level 1 zweimal, auch um Karten zu ziehen. Nobleman of Extermination könnte man auch auf 3 spielen, auf 2 hat jetzt die letzten Male eigentlich gereicht. Herr Johnny hatte jetzt immer eigentlich nicht so viel Backrow, deswegen mal gucken. Topf der Gier, ich glaube tatsächlich, dass die nächste Liste ziemlich hart wird. Ich glaube, da wird Topf der Gier verboten, da wird der Blackluster Soldier verboten. Das heißt, wir müssen diese Karten jetzt nochmal echt genießen. Lightning Vortex, beste Karte, die wir im letzten Opening hatten. Aber wie ihr seht, nur einmal. Liegt daran, dass sie tatsächlich auf der Banlist jetzt schon limitiert ist. Aber ist auch völlig okay. Wir haben sie einmal. Ich glaube, sie wird nie verboten oder so. Von daher voll cool. Smashing Ground, auch einfach random, um Monster vom Gegner wegzubekommen. Brain Control, neue Karte. Sehr, sehr gut. Wie ihr seht, hier ohne die Restriction, weil damals war es einfach nur 800 Lebenspunkte zahlen und offenes Monster des Gegners übernehmen bis zur Endphase, mega stark. Premature Burial, einfach eine Wiedergeburt quasi, mega gut. Reckless Greed, finde ich immer noch eine super Karte, vor allem wenn Top der Gear bald weg sein wird, mega stark.
Phoenix Wing, Wind Blast, finde ich einfach sehr stark. Ähnlicher Effekt wie, oder genau der gleiche Effekt wie der Mysterious Guard, nur halt als Fallenkarte. Ring of Destruction wird, glaube ich, auch bald verboten, deswegen müssen wir auch noch genießen. Compulsory Evacuation Device, also Zwangsevakuierungsgerät, mega gut. Also gerade auf Tributmonster und so. Ich finde die Karte super stark, also mega nice. Unser Solemn Judgment immer noch, Divine Wrath und dreimal Magic Drain. An sich nicht so eine starke Karte, aber total underrated, finde ich. Also gerade mit den Decks, die Johnny und ich haben, wo wir halt nicht die krassen Karten öfter haben und so, kann das mal geil sein, um was Gutes zu verhindern. Mega gut, mega gut. Ich bin da eigentlich sehr zufrieden. Dann sonst hier Extra Deck wieder irrelevant und Side Deck hat sich wirklich nichts geändert, außer dass wir Card of Sanctity dabei haben. Ja. So, also ich würde sagen, da müssen wir jetzt gar nicht mehr länger drüber labern. Ich würde sagen, wir gehen mal ins erste Duell und gucken mal, wie das ausgegangen ist. Okay, ich muss zugeben, das sah erstmal nach einer sehr deutlichen Sache aus, war dann aber doch knapper als gedacht. Zum Glück konnte ich, als Johnny Schnappschall aktiviert hat, mein eigenes Monster auf die Hand zurückgeben. Sonst wäre das, glaube ich, nichts geworden, weil den Black Luster Soldier, den hätte ich, glaube ich, nicht wegbekommen. Richtig gut gelaufen für mich. 1-0 gehe ich in Führung. Falls ihr euch wundert, warum wir das heute so machen und ich hier alleine sitze, das liegt daran, dass Johnny und ich es jetzt nicht geschafft haben, uns persönlich zu treffen, wie wir das sonst immer gemacht haben für diese Nachbesprechung. Aber ihr werdet ihn bestimmt auch noch sehen in diesem Video. Und diesmal machen wir es auch ein bisschen anders, aber wenn wir uns wiedersehen, dann werden wir bestimmt neue Episoden aufnehmen und dann auch zusammen hier sitzen wieder. Ja! Ich gehe auf jeden Fall mit einer 1-0-Führung in das zweite Duell. Ich hoffe, dass ich das einfach 2-0 nach Hause bringen kann. Aber ich glaube, Johnny hat bestimmt was dagegen. Lasst uns mal ins zweite Duell reinschauen. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. At least it was worth the try.
nice, Leute. Nach dieser ersten frustrierenden Niederlage war der Sieg jetzt wichtig, um den Anschluss an Francis Gaming wiederzufinden. Ja, wie man an dem Duell sehr gut gesehen hat, muss man kein guter Duellant sein, man muss einfach nur die bessere Starthand haben. Ganz wichtiger Leitsatz in dem Spiel. Naja, gut. Also ein Pot of Greed auf der Starthand haben ist natürlich immer schön. Ist Francis Gaming ja auch schon passiert. Aber wenn man dann sieht, was Francis für eine Hand hatte, da kommt man relativ schwer ins Game. Also den Level 5er bewaffneten Drachen und den Level 7er bewaffneten Drachen, beides nicht so die geilsten Startkarten, nur ein Monster, das er normen konnte. Aber immerhin, die Traps waren ziemlich gut. Haben mich dann auch ein bisschen denied, muss ich sagen. Sonst wäre das, glaube ich, noch ein bisschen früher zu Ende gewesen. Ich habe einmal tatsächlich auch den Lethal verschenkt. Hätte ja nicht die Traps gehabt, weil ich eine der Sphären in Death gespecialt habe. Das war mein erster großer Missplay in dem Duell. Weil wenn er die Trap nicht gehabt hätte, wären es genau 4000 Damage gewesen. Aber er hatte die Trap, alles gut. Ich hätte auch zuerst die Handkarte aktivieren sollen, um zu gucken, ob er Snatch Steal annullieren kann. Ja, solche Sachen verlernt man auf die Zeit, ne? Wenn man nicht oft genug Duelle macht. Und unter anderem verlernt man auch Decks zu bauen, weil das war nämlich der eigentliche erste Fail heute, dass ich gedacht habe, ich kann die dunkle Hex versiegelte Fusion mit dem Dual Beast Dragon fusionieren. Das geht natürlich nicht. Das ist totaler Schwachsinn, weil für den Triple Burst ist der Dual Beast gar kein Material. Sondern nur der Barrel Dragon, den ich ja auch habe, aber nur einmal, dieses Stufe 6 Monster, was auch schießen kann. Ja, keine Ahnung, wie ich darauf kam, dass der Dual Beast auch ein Fusionsmaterial dafür ist. Wahrscheinlich, weil die halt alle gleich aussehen. Aber, naja, egal. Ich habe trotz hexversiegelter Fusion auf meiner Starthand gewonnen und ich habe beide hexversiegelte Fusionen in dem Duell sogar gezogen. Das war tatsächlich gar nicht so schlecht. Mein nächster Fail kam dann gegen den Soul Reaper, weil ich zum wiederholten Male, wie Francis Gaming mich darauf hingewiesen hat, versucht habe, ihn zu booken. Was aber natürlich nicht geht, weil in seinem Effekt steht drin, nachdem die Zauberkarte, die ihn gewählt hat, resolved ist, zerstört er sich. Aber in dem Moment, wo die Zauberkarte resolved, ist er ja face down, das heißt, er kann sich nicht zerstören. Ja, war ein bisschen dumm. Ich hätte ihn auch einfach nochmal lesen können. Habe ich nicht gemacht. Ah, und weil das ja nicht gereicht hat, habe ich direkt danach weiter missplayed, indem ich die Soul Drain einfach nicht aktiviert habe, weil ich dachte, ja, weil ich nicht gedacht habe wahrscheinlich, aber der Gedankengang war, wenn ich angreife und es ist ein Flip-Monster, wie das bei Francis halt immer ist, dann aktiviere ich Skill Drain dann einfach und kann die Aktivierung annullieren. Aber Skill Drain annulliert ja gar keine Aktivierung, sondern Skill Drain annulliert alle Effekte auf dem Feld. Das heißt, ich kann sie im Damage Step gar nicht benutzen, weil sie auch keine ATK-Verringerung macht oder Veränderung. Ja, und so habe ich nochmal einen Zug weggeworfen. Also, wenn Francis Gaming deswegen nochmal zurückgekommen wäre, wäre das absolut verdient gewesen, weil ich grauenhaft gespielt habe. Aber den Kartenvorteil, den man durch zweimal Pot of Greed hat, und ich hatte starke Monster, und deswegen habe ich am Ende dann auch gewonnen, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, im nächsten Duell geht es genauso spannend weiter und dass ihr viel Spaß beim Zuschauen habt. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr alle noch hier seid und beim nächsten Mal können der Francis und ich bestimmt auch wieder zusammen ein Commentary machen. Das ist momentan halt nicht so einfach hier, aber wir bleiben für euch dran. Haut rein, habt einen schönen Tag und tschüss. Ah, da habe ich richtig auf den Deckel bekommen, muss ich sagen. Ich muss zugeben, das Feld am Ende sah echt mega cool aus. Mit diesen drei Maschinendrachen, mega cool.
Ja, ist ein bisschen bitter gelaufen. Ich habe nicht so richtig gut gezogen, nicht so richtig gehabt, um Karten zu ziehen, außer dann, als es schon zu spät war. Aber man muss auch einfach sagen, dass das bei Johnny echt gut funktioniert. Diese Taktik mit diesem Fossilla Dragon und Monster Tor und Reasoning und so, das ist schon echt gut. Und auch mit Skill Drain und so, das ist schon echt cool. Ja, habe ich verdient verloren leider, bitter gelaufen. Aber sind wir mal ehrlich, wir gönnen dem Johnny natürlich auch einen Sieg. Ist ja schon ein bisschen was her wieder, glaube ich. Ja, und er kriegt jetzt Bonus-Packs aus dem nächsten Set. Das Set war nicht so doll, also ich hoffe, er zieht nicht Brain Control. Ich hoffe, wir bleiben exklusiv Besitzer dieser Karte. Und ja, ich weiß gar nicht, was man noch so viel dazu sagen soll. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt heute ein bisschen anders war als sonst. Lasst mir gerne ein Like, Kommentar und ein Abo da, das freut mich extrem. Und natürlich auch dem Johnny Steps, der ist natürlich wieder unten verlinkt. Lasst dem auch ein Abo da, besucht seinen Channel, auch wenn da gerade momentan nicht so super viel passiert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Mal wieder. Euer Francis Gaming.